Hallo Leute, hier ist wieder Tanzverbot. Doppelpeace an all die, die mich vermisst haben. Aus Kompetenzgründen habe ich heute sogar ein T-Shirt an, denn ich möchte, dass ihr das versteht, was ich in diesem Video sage. Und zwar möchte ich heute über das Thema Gamescom reden. Es ist ja momentan in aller Munde, weil es immer näher tritt, die Zeit, der Zeitpunkt, wo es halt stattfindet. Und viele damalige Zuschauer von mir wissen ja, dass ich gesagt habe, dass ich richtig Action machen werde auf der Gamescom. Gut, bis heute hat sich da nun einiges verändert, halt so von dem Reden diesbezüglich. Und zwar geht es darum, dass ich mich halt kein Stück darum gekümmert habe oder irgendwas in der Hinsicht organisiert habe. Das bedeutet, also ich wohne ja in Berlin, ich habe keinen Schlafplatz in Köln und ich habe keine Tickets. Einige Leute, mit denen ich auch auf Twitter geschrieben habe, haben mir gesagt, dass ich mich akkreditieren lassen kann. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe. Die Leute, die damit schon mal in Kontakt getreten sind, wissen, was ich meine. Das ist halt für YouTuber, für größere YouTuber, die kriegen dann, was weiß ich, wie man das nennt, Presseausweis oder bla bla bla. Tut mir leid, wenn ich mich hier gerade verspreche, aber ihr sollt nur wissen, in welche Richtung das geht. Habe ich auch nicht gemacht, weil ich halt auch denke, dass ich bei den Leuten nicht sonderlich willkommen bin, so wie ich auch schon auf der U-Messe scheinbar bei den Veranstalter nicht sonderlich angesehen war. Deshalb habe ich mir das erspart und nun muss ich leider sagen, dass es wohl höchstwahrscheinlich darauf hinausläuft, dass ich nicht zu Gamescom 2016 kommen werde. Halt nicht aus Gründen der Angst oder sonst irgendwas. Ich stelle mich allen Herausforderungen, das hat man gesehen, alle Events, die hier in Berlin waren, zu denen bin ich hingegangen, immer. Ich habe sie vorher auch immer angekündigt, das wisst ihr selber. Also ich glaube, über Angst müssen wir da nicht reden. Es ist einfach meine eigene Dummheit oder meine, eher gesagt, Faulheit. Ich würde nicht mal Dummheit sagen, das ist ja Schwachsinn in der Hinsicht. Es ist einfach meine Faulheit, die mich nun dazu bringt, dieses Video machen zu müssen, um euch zu sagen, dass ich halt nicht auf die Gamescom kommen kann dieses Jahr. Außer allerdings, wenn sich was ergibt. Ich denke es halt nicht. Ich bin halt zwar ein etwas größerer YouTuber, aber ich habe sonst keine Kontakte zu anderen YouTubern oder sonst zu irgendwelchen Leuten, die da irgendwas regeln könnten. Ich bin ein ganz normaler Mensch mit einer etwas höheren Reichweite. Und mehr steckt da auch nicht hinter. Ich möchte mich bei allen Leuten entschuldigen, die sich schon darauf vorbereitet haben, mich dort anzutreffen. Es tut mir wirklich leid, aber ja, ich gebe es einfach zu, dass ich ein scheißen fauler Mensch bin und halt in dieser gesamten Scheißzeit nichts gebacken bekommen habe. Es tut mir leid. Ich wollte das aber unbedingt vorher loswerden. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt handelt es sich auch nur noch um einen Monat oder so, bis das beginnt. Ich weiß es nicht genau. Es kann auch sein, dass es nächste Woche beginnt. Ich habe mich jetzt wirklich nicht näher damit auseinandergesetzt. Ich lüge euch nicht an, wenn ich jetzt sage, dass ich insgesamt zweimal auf der Seite war. Einmal, um zu gucken, wann die Termine waren. Das habe ich dann an dem Tagen, habe ich dann in dem Zeitraum gemacht, wo ich halt auch diese ganzen Ansagen hochgeladen habe, dass ich den einen auf der Gamescom zeigen werde, wer der Boss ist. Und das andere Mal war halt, wo ich mich ein wenig mehr mit der Akkreditierung auseinandergesetzt habe. Und sonst habe ich mich auch nicht weiter mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mich nun schon mehrere Male dafür entschuldigt. Ich hoffe, ihr könnt das so akzeptieren und ich weiß, dass wieder einige mich als Pussy dastehen lassen werden, werden die in den Kommentaren schreiben, schon rein, alleine schon aus dem Grund, um mich provozieren zu wollen. Genauso wie die Leute, die sich auf dem Teamspeak tanzen, ist cool, denken, dass sie mich provozieren, kommt aufs selbe hinaus, weil ich heiße Tanzverbot und deswegen provoziert mich alles, was halt in die andere Richtung geht. Also alle Tanzbefürworter regen mich auf. Ganz doll. Gut. Ich möchte das Video jetzt hier auch nicht so lange werden lassen. 4 Minuten sollten ausreichen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt das akzeptieren. Wie gesagt, wenn irgendwer von euch, das ist halt voll so der schwache Move, halt da irgendwelche Kontakte hat, Schlafplatz anbieten kann. Oder ich habe keine Ahnung davon. Ist egal, nein, ist egal. Ich wollte es euch einfach nur gesagt haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder morgen oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Das wird so gegen 22 Uhr hochgeladen. Da werden ja einige von euch sicherlich schon schlafen. Denn ja. Wie auch immer, haut rein, bis zum nächsten Video, euer Tanzverbot. Peace.